mal wieder ein bisschen was an Software. Und zwar geht's um Schaltplaneditoren und Boardlayout und so weiter und so fort. Ja, vielleicht habt ihr schon öfter mal in meinen Videos gesehen, dass ich bisher mit Eagle gearbeitet habe. Eagle steht dabei für einfach anzuwendender grafischer Layout-Editor. Ja, genau. Das ist ein kommerzielles Produkt. Es gibt allerdings eine Lite-Version oder Freeware-Lizenz davon. Die hat ein paar Einschränkungen. Sie darf nur Non-Profit verwendet werden. Sie ist beschränkt auf eine Bordfläche von 10 cm mal 8 cm. Und es können nur zwei Signallayer, also nur Oberseite, Unterseite erzeugt werden, keine Zwischenlayer. Bisher war ich damit soweit zufrieden, allerdings, meh, gibt da so ein paar kleine Sachen, die in letzter Zeit da mir nicht so gut gefallen. Und zwar seit ein paar Jahren gehört das nicht mehr dem Unternehmen Cutsoft, beziehungsweise das Cutsoft wurde aufgekauft, und zwar von Farnell. Farnell kennt ihr vielleicht, Element 14 auch bekannt. Die versuchen das Ganze jetzt hauptsächlich an so Maker und so weiter rauszugeben, haben dafür dann noch eine größere Lizenz hier gestaltet, das ist die Hobbyist License. Die kann dann, glaube ich, 4 Lagen oder 6 Lagen und etwas größere Platinen, ist aber immer noch ein bisschen beschränkt und darf auch nur nicht kommerziell genutzt werden und allgemein, hey, kein Open Source. Und ja, nicht zuletzt, da das Ding hier teilweise ein paar 32-Bit-Libraries braucht und binär und unschön zu installieren, habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt, wie sieht's denn mit Alternativen aus? Und in den letzten Jahren relativ groß geworden und viel rund gegangen ist die Software KiCad. Ist ein Open Source Projekt, basiert aus jede Menge kleinen Programmteilen, die aber inzwischen halbwegs gut zusammenarbeiten. KiCad könnt ihr finden für Linux, Windows, Mac und alles andere wahrscheinlich auch noch. Ist wie gesagt Open Source unter der GPL. Muss allerdings ein bisschen aufpassen. Wenn ich hier zum Beispiel auf meinem Arch Linux gucke und KiCad mir suche, dann sehen wir die offizielle Version, die momentan released ist. Die ist von 2013. Die möchte man eigentlich nicht benutzen. Momentan ist es am sinnvollsten, auf die Entwicklerversion zurückzugreifen. Bei Arch Linux wäre es die BZR, KiCad BZR. Unter anderen Distributionen gibt es auf der Webseite meines Wissens Anleitungen, wie man das Ganze installieren kann. Neben KiCad gibt es noch ein Ding, was ihr bestimmt auch haben wollt, nämlich die KiCad Pretty Git ist nicht zwingend, kann man auch nachher in der Software runterladen. Wichtig ist, wie gesagt, nur eine aktuelle KiCad-Version. So, dann starten wir mal KiCad und das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch aus, weil er hier links mein Home-Laufwerk gerade einblendet. Ich weiß nicht, ob es ist, weil er hier noch irgendwo eine Restkonfiguration hat oder was auch immer, aber soll für uns auch uninteressant sein. Wir machen nämlich erstmal ein neues Projekt. Und ja, legen wir den Ordner an. Blink. Und wählen das. Also, Blink. So, jetzt sieht das auch schon besser aus. Hat jetzt hier entsprechend ein leeres Projekt gemacht und jetzt können wir hier in Ruhe arbeiten. So, KiCad besteht, wie schon gesagt, aus verschiedenen Teilen. Die sehen wir hier aufgelistet. Wir haben einmal den Schaltplaneditor. Dann haben wir die Schematic Library Editor. Das ist im Prinzip unsere Bauteilbibliothek. Wir haben PCB New, das ist der Board Layout Editor, ein Footprint Editor, um entsprechend, ja, wie der Name schon sagt, die Footprints der einzelnen Bauteile verwalten zu können. Wir haben Gerb View, damit können wir uns die Gerber-Dateien angucken, die wir beispielsweise an unseren Fertiger rausschicken wollen. Dann gibt es noch Bitmap to Component, ja, noch nicht benutzt. Ein Kalkulator, da kann man beispielsweise, hoppala, wo ist er hingekommen? Hier verschiedene Sachen ausrechnen, beispielsweise, das hier müsste Widerstand sein, also Spannungsteiler. Wir können Trackbreiten berechnen, um zu gucken, dass sie nicht zu warm werden, Spacing und so weiter und so fort. Also jede Menge praktische Sachen, allerdings nichts, was direkt mit dem Board zu tun hat. Und am Ende gibt es noch den Worksheet Layout Editor. Das ist, wenn ihr für eure Schaltpläne ein eigenes Layout außenrum haben wollt. Standardmäßig ist jetzt schon hergeliefert. Und ich würde mal sagen, wenn wir hier schon KiCad machen, dann machen wir auch irgendwie etwas Sinnvolles. Und ey, erster Google-Treffer hier ist 555timercircuits.com und Flashing LED Circuit. Hey, hört sich relativ einfach an. Wir haben direkt einen Schaltplan mit dabei. Würde ich sagen, bauen wir uns den einfach mal nach. Und ja, wir fangen natürlich an im E-Schema, also im Schematic Editor. Klicken wir einmal drauf. Er sagt uns jetzt hier, es gibt noch gar keine Schematik, also noch keinen Schaltplan für das Projekt. Wollen wir die erstellen? Yep. Und wir sehen, im neuen Fenster geht auf der Editor.
Was man jetzt auch sehen, er hat direkt ein Blatt gemacht mit einem Rahmen drumherum und so weiter. Und ja, bei mir ist so eingestellt, dass ich mit der mittleren Maustaste hin und her machen kann. Also mittlere Maustaste gedrückt halten, verschiebt das Blatt. Wenn das bei euch nicht so sein sollte, einfach mal in die Eigenschaften gehen. Also Preferences, Schematic Editor Options. Und hier gibt's dann so einen Haken, Use Middle Mouse Button to Pan. Macht das Ganze für mich einfacher, weil das ist meist in anderen Programmen auch so, dass man mit dem Drücken des Mausrades und Ziehen entsprechend pennen kann. Zoom, wie man gehabt hat, mit dem Mausrad. Und wir sehen jetzt auch schon, hier kommt schon so ein Grid rein, also ein entsprechendes Raster. Das kann man hier auch ein- und ausschalten. Und irgendwo konnte man auch die Grid-Sachen ändern. Wir sehen auch hier unten schon, er hat schon File Blink SCH ausgefüllt. Der nimmt sich die Daten alle aus dem Projekt. Das heißt, wenn wir hier in die Page-Settings gehen, hier können wir uns im Prinzip unsere ganzen Sachen einstellen, beispielsweise Datum, Revision, Titel, Flashing, LED, Circuit, Company, Bit, STLI, Comment 1, Comment 2, Comment 3, brauchen wir alles nicht. So, wenn wir das hier machen, dann sieht er schon, hier unten füllt er entsprechend das Ganze aus. Gut, genug Dekoration, gehen wir mal ins Eingemachte. Und zwar, wir wollen unser Ding bauen. Wir haben hier an der rechten Seite unsere Sachen zum Einfügen. Wir haben hier beispielsweise die Komponenten. Das ist, wie der Name schon sagt, um irgendwelche ICs oder Widerstände einzufügen. Es gibt ein spezielles hier nochmal für Power. Die sind zwar auch hier mit dabei, aber dann kann man sie schneller finden. Das heißt Plus, Minus und so weiter. Wire sollte klar sein, Bus auch. Wire ist im Prinzip ein Kabel von einem Pin zum anderen. Bus ist, wenn man mehrere verlegen möchte, aber nicht alle einzeln zeichnen möchte. Und es gibt dann noch so verschiedene Sachen. Junction sollte auch bekannt sein, wenn sich zwei überkreuzende dann tatsächlich an der Stelle auch elektronisch berühren sollen. Und ja, solche Sachen wie Global Labels gibt es natürlich auch. Ja, würde ich mal sagen, fangen wir damit an, hier mal Komponenten drauf zu machen. Dazu klicken wir hier einmal auf Komponenten und klicken danach hier einmal auf den Plan, wo es hin soll. Und ihr seht jetzt hier schon, ich habe 1800 Komponenten, das ist, weil ich dieses Pretty direkt installiert hatte. Deswegen können wir einfach einen Filter eingeben, 555. Und ja, Linear Technologies LM555N hört sich richtig an. Holen wir die Komponente und setzen die hier hin. So, jetzt habe ich den hier auch im Blickfeld und weiß auch noch, was wohin gehört. Wir brauchen noch eine 9 Volt Spannungsquelle. Haben wir hier 9V bestimmt. Dann setzen wir die mal hier oben hin. Mit der Taste R können wir rotieren. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der geht dann entsprechend rund. Wir können hier das hinsetzen. Dann brauchen wir Widerstände. Resistor. Auf R. Was wir auch machen können, wir können hier drüber gehen und C drücken. Das ist ein Copy. Es wird nochmal gefragt, was wollen wir überhaupt die kopieren? Wollen wir diesen Feldwert kopieren oder wollen wir die Komponente selber kopieren? Wir holen die Komponente und setzen ihn hier hin. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen dritten Widerstand. Wir brauchen eine LED. LED. Gut aus. Rotieren. Welche Richtung sind wir? Runter. Hört sich gut an. Und wir brauchen einen Kondensator. Kapazitor, ne, Device C, Kondensator, okay, ich habe eigentlich kein Französisch ausgewählt, aber hey, klappt doch. So, jetzt ist die Zeichnung hier leider nicht ganz das, was ich gerne hätte, aber hey, irgendwie kriegen wir das schon hin. Interessant für uns ist Pin 7, Pin 6, das sind die. Das heißt, wir gehen jetzt hier drüber, drücken M für Move. Wählen wieder, was wollen wir bewegen. Wäre der hier. Dann machen wir das mal dahin. Move das hier. Zack, dahin. Der hier kommt an Pin 3. Der wäre da. Auch das kriegen wir irgendwo hin. Da gehört dann die LED dazu. Rotate. Und der Cap, der kommt hier an die 2. Also an die 6, okay. So, das wäre jetzt schon mal unser Grundgerüst. So, die 4 und die 8 müssen wir beide verbinden. Die 8 sieht man jetzt hier nicht. Das ist VCC.
VCC und GND werden automatisch benutzt. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich noch sagen, dass dieses 9 Volt unser VCC ist. Sollten wir dann natürlich auch noch tun. Power VCC. Ihr habt doch gerade gesehen, wenn ich auf Power gehe und einfügen möchte, dann zeigt er hier eine History. Dasselbe bei den Komponenten. So hat man dann die Sachen, die man kurz vorher eingefügt hat, direkt im Zugriff. So, wir verbinden jetzt einfach mal 9 Volt und VCC mit einem Wire. Doppelklick beendet das Ziehen. Jetzt können wir einfach hier weitermachen und VCCs malen. Geht einfacher. Machen wir ein VCC hier direkt an Reset. Dann haben wir ein VCC an dem ersten Widerstand hier. Der hat im Übrigen noch R-Fragezeichen, da komme ich gleich zu. Und er hat keine Value. Sollte man eventuell dabei schreiben. Dazu halten wir drüber, drücken V. Ansonsten mit Rechtsklick kriegt man auch entsprechend hier die einzelnen Punkte, Edit Component, Orient Component. Also alles, was ich hier mit der Tastatur mache, ist auch über das Kontextmenü da. Ich bleib bei drüber und V. Jetzt fragt er, was soll ich da hinschreiben? Und in dem Fall brauchen wir 1 Kiloohm. Schreiben wir hin. Und jetzt schreibt das hier rein. Der zweite ist Value. Hoppala, das war nicht Value, da war Value. 470 Kiloohm. Und der Kondensator, ups, das ist ein Mikrofarad. So, der erste Part ist verbunden mit VCC. Krallen wir uns die gerade von hier. Der untere ist verbunden mit GND, den hatten wir noch gar nicht. Sollten wir dann tun, besser. Okay, dann ziehen wir unsere Linien und zwar zwischen den beiden geht es an Pin 7. Das wäre hier. Setzen noch die Junction, weil ich bin mir nicht sicher, ob es sonst macht. Und zwischen dem und dem Kondensator geht es an Pin 6. Und an Pin 2. Pin 2 ist jetzt ein bisschen doof. Dann nutzen wir hier mal unsere Global Label. Mal einfach einen Text, TR, ist jetzt nur mal zu zeigen, normalerweise auf so kurzen Strecken muss man es nicht machen, aber ihr seht schon, ich habe jetzt hier so ein Label TR, das mache ich dann beide dran und für den Editor ist jetzt klar, okay, von hier muss irgendwie eine elektrische Verbindung nach hier unten hinkommen. Okay, vielleicht nicht nach da unten, sollte man noch ein Junction hinsetzen, eigentlich mache ich es überall dran, nur zur Sicherheit, sieht in meinen Augen besser aus. Aber gut, ist Geschmackssache. So, was haben wir noch? Bei der LED sollten wir noch einen Ground dabei machen. Und wir sollten den noch an Pin 3 anklemmen. So, haben wir alles. Ja, vergleichen wir mal kurz. Wo ist mein LED-Circuit? Da wäre das Original. Und hier unsere Version. Und ja, wer aufgepasst hat, natürlich habe ich die falsch gesetzt. Komm, machen wir sie weg. Mit Entfernen-Button. Ups. Den Entfernen-Button können wir natürlich auch die Junctions löschen. Ja. Pin 5 bleibt offen, brauchen wir nicht. So, würde ich sagen, sind wir fertig. Speichern wir das Ganze. Und jetzt gehen wir da dran, hier erstmal noch 1 Kiloohm hinzuschreiben. Und die Dinger zu benennen, denn noch heißt das ja alles R-Fragezeichen, C-Fragezeichen. Nun, dafür gibt es hier unter Tools ein Annotate Schematic. Damit geht er hin und macht der Reihe nach, je nachdem, was man hier einstellt, X-Position, Y-Position, automatisch entsprechende Rs. Das heißt, in meinem Fall dürfte er hier R1, R2, R3 machen. Und mal Annotate. Blablabla. Wollen Sie das wirklich? Ja. Und jetzt haben wir sie benannt. R1, R2, R3, C1. Ist in meisten Fällen einfacher, wenn man dann hingeht und erst, wenn man soweit fertig ist, das Ganze annotiert. Und dann hat man es der Reihe nach. Ist einfacher zu lesen. So, jetzt haben wir hier unseren wunderbaren Schaltplan. Naja, vielleicht nicht wunderbar, aber auf jeden Fall sollte er funktionieren. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Das erste ist hier oben dieser Button, CVPCB. Damit weisen wir jetzt den einzelnen Dingern einen Footprint zu. Das heißt, wir haben jetzt hier unser C1 und jetzt muss ich auswählen, was ist denn C1? Wie soll der aussehen? Was für eine Art? Weil Caps, hey, so ein Cap, das könnte sein, dass das ein Through-Hole-Part ist, also irgend so ein Kerko. Es könnte sein, dass es ein SMD-Part ist. Und ja, und wenn wir hier anklicken, dann sehen wir rechts schon, kriegen wir jeweils einen Vorschlag, was es sein könnte. Hier bei C1 haben wir zum Beispiel diverse SMD-Bauteile oder hier Discrete C1.1, das hört sich halbwegs richtig an. Probieren wir das mal.
LED, sagen wir mal eine 5mm LED, die Widerstände, R1. Man kann hier natürlich auch anklicken und dann View Selected Footprint machen, dann sieht man, wie das Ding aussieht. Ja, der ist mal ein bisschen zu dicht beieinander. R4, ja, R4 sieht gut aus. Mal den für die drei Widerstände. Ja, hier der passt natürlich nicht. SMA, das passt irgendwie alles nicht. Was zum Geier soll denn das sein hier? Also hier ist auf jeden Fall nicht das dabei, was ich gerne hätte. Dann gehen wir hier in einen anderen Weg. Und zwar können wir hier oben noch auswählen, wonach wir filtern wollen. Das hier ist jetzt nach Keyword. Wir können noch Pin Count auch filtern oder nach Library. Mal alles hier aus, nur nach Pin Count. Jetzt können wir hier aus der kompletten Library auswählen. Through Hole, Axial, Radial Disk. Disk hört sich gut an. Ja, der müsste gehen. Weisen wir den zu. Und der LM555. Krallen wir uns mal gerade hier das Datenblatt. PDIP 8 ist ein verfügbares Gehäuse. Dann würde ich sagen, gucken wir, ob wir das finden. DIP 8 hört sich gut an. Gucken wir mal rein. Das sollte gehen. Weisen wir zu. So, alle zugewiesen. Speichern wir. Können rausgehen. Und dann müssen wir noch eine Netlist generieren. Das geht über diesen Button. Das bleibt jetzt einfach alles mal auf Default. Wir klicken einfach nur auf Generate. Sagen den Dateinamen. Ich hatte eben schon mal eine generiert. Bei euch wird das einfach nur vorgeschlagen. Und jetzt sind wir hier soweit durch. Können wir den Editor hier zumachen? Save and Exit. Yes. Wenn wir hier reingucken, wir haben die Schematic, wir haben die Netlist und wir haben eine Library Cache. Eins fehlt aber noch, etwas sehr Wichtiges, nämlich das Board selber. Dann gehen wir mal hier auf den Board Editor. Jetzt fragt er, es gibt noch kein Board, wollen wir es erstellen? Yep. Auch hier kriegen wir wieder so einen schönen Rahmen, aber sonst nichts. Was ist das denn? Wir wollen doch eigentlich Komponenten haben, und zwar die möglichst, die auf unser Schematic sind. Ja, dazu gehen wir hier auf die Netlist und lesen die wieder ein. Einfach draufklicken, alles auf Default lassen, Read Current Netlist sagen. Dann lädt er alles, wir sehen hier unten eine Menge grün. Können schließen und hey, da sind unsere Komponenten. Das ist halt auch so ein Part, weil das unterschiedliche Programme im Prinzip sind und nur zum Paket geschnürt. Muss man halt zwischendrin schon mal klicken. Aber hey, man kommt auf jeden Fall zum Ziel. So, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen doof, wenn die hier auch so aufeinander liegen. Dazu gibt es einen kleinen Trick. Wir klicken einmal hier oben auf dieses Automatic Movement, dann Rechtsklick hier drauf, gehen auf Global Spread and Place und sagen Spread out all footprints. Wollen wir das wirklich machen? Yep. Und jetzt legt er die uns nebeneinander, dann ist es auf jeden Fall schon mal übersichtlicher, um die ganzen Sachen zu ziehen. Gut, wir sehen jetzt auf jeden Fall schon mal die einzelnen Komponenten. Wir sehen hier in weiß die Linien, was verbunden werden muss am Schluss. Jetzt können wir anfangen, uns ein Board zu bauen. Bewegen geht genauso wie auch vorher mit M. Das heißt, wir klicken M, sehen jetzt das Ding, können mit R drehen. Rotate, rotate. Und beispielsweise den hier hin. Und ihr seht jetzt schon, sobald ich hin mache, irgendwas hinsetze, dann ändern sich direkt mal alle Komponenten und er berechnet die einzelnen Sachen neu. So, bauen wir uns hier einfach mal ein kleines, schönes Modulchen. Soll ja nicht schön sein. Reicht, wenn es funktioniert. Und das hier müsste eigentlich funktionieren. Okay, gut. Alles irgendwie platziert. Ob es jetzt am Ende passt, sehen wir dann noch. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hin und starten damit, hier Linien zu ziehen. Und zwar geht das hier drüber. Das ist der Add Tracks and Wires. Klicken wir einmal drauf. Und jetzt müssen wir gucken, wir sind hier oben momentan auf B.cu. Das ist der Bottom Copper Layer, also die untere Seite Kupfer. Hier steht noch PGDN dahinter, das ist der Hotkey. Wenn wir draufklicken, können wir auch ändern. FCU ist der obere Copper Layer, das sind die beiden, die wir eigentlich brauchen. Und PGUp, PGDown heißt auf der Tastatur mit Bild hoch, Bild runter, könnt ihr schnell zwischen beiden umschalten. Wir zeichnen jetzt erstmal auf der Bottom Layer. Gucken, vielleicht kriegen wir es ja sogar als einlagiges Board hin. Müsste eigentlich gehen hier bei dem einfachen. Einfach hinklicken und ziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier hingeklickt, kann jetzt ziehen, wohin möchte ich, hier hin. Jetzt zieht er allerdings immer weiter, mit Doppelklick können wir aufhören. Ja, machen wir es hier so. Passt. Das Spacing läuft dabei relativ automatisch. Hier oben kann man ein paar Sachen einstellen, beispielsweise wie groß sollen wir das sein, wie breit soll der Track sein, wie ist unser Grid momentan aufgebaut. Das muss man dann so leicht noch im Hintergrund sehen.
Und ja, so können wir dann hier hingehen und können uns das Ganze wunderbar zusammenklicken. Wir sehen jetzt hier, er macht automatisch so Ecken rein. Und wir sehen auch noch was, nämlich so einen, ja, neben der eigentlichen Linie sind nochmal so Außenlinien rechts und links daneben und hier nochmal so Kreise. Die Außenlinien, das ist der Abstand bis zum nächsten Track, den wir einhalten müssen. Und zwar basiert er auf unseren Design Rules. Das heißt also, wie wollen wir designen? Wir haben jetzt hier noch die Default-Sachen drin. Wenn wir das nicht wollen, können wir die hier oben einstellen über diesen Button hier. Das heißt, hier können wir die kleinste Track Ride, die kleinste Via Size und so einstellen. Wenn ihr das Ganze fertigen lasst, bei eurem Anbieter gibt es da üblicherweise Infos, wie breit das sein darf. Hier, die sind für mich okay. Also lassen wir die einfach auf Default. Und ja, wie gesagt, machen wir hier mal ein paar Traces. Und hier kann man es jetzt auch schön sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier versuche, irgendwo hier drüber zu gehen, beispielsweise zu kreuzen. Ja, das lässt er mich überhaupt nicht machen. Unten links sieht man Error Type 13, Tracks Crossing. Das heißt, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, hier direkt so einen Fehler zu machen. Ich bin genötigt, hier tatsächlich mal außen rum zu gehen. So, ja, jetzt haben wir hier oben natürlich keine Ecke, da fallen dann die Elektronen raus, aber passt schon. Okay, die ganzen Sachen sind da. Wie ihr seht, ich habe Ground nicht gemacht. Wieso? Na, wir machen natürlich noch eine Ground Plane. Dazu machen wir allerdings erst was anderes, und zwar wechseln wir hier nochmal den Layer, und zwar auf Edge Cuts. Das ist nämlich der Rand unseres Boards. Wie groß soll unser Board am Schluss sein? Dann machen wir natürlich keinen Trace, sondern wir sagen hier Add Graphic Line or Polygon. Jetzt können wir hier unsere Boardgröße einzeichnen. Mal so. 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 Jetzt haben wir da auch unser entsprechendes Board-Layout. Und da drin wollen wir dann einen Copperfill machen. Ist, denke ich, den meisten von euch ein Begriff. Das heißt, wir füllen im Prinzip die freien Flächen mit Kupfer, in dem Fall für Ground, und lassen im Prinzip nur noch einen kleinen Rand, so dass die Tracks kein Problem haben. So, wir gehen hier auf Add Fill Zones, wählen dann aus, was wollen wir füllen? Wir wollen Bottom füllen, und zwar mit Ground. Können dann hier die Clearance auswählen, das heißt, wie viel Abstand zum nächsten. Wir können auswählen, wollen wir irgendwie runde Ecken haben, wollen wir Thermal Reliefs haben. Das sind, ja, wenn ihr die Pads habt, wo die Komponenten drankommen, dass er im Prinzip nur Streifen hinmacht und nicht komplett alles mit Kupfer belässt, was dann den Vorteil hat, durch die Streifen fließt weniger Wärme ab und ihr könnt das Ganze einfacher löten. Und ja, ich übernehme jetzt einfach mal so Ground, zeichne jetzt, in welchem Bereich soll das Ganze passieren. Den kompletten Board, Doppelklick zum Abschließen, und wir sehen jetzt hier, ist so schraffiert. Können jetzt hier sagen, Rechtsklick, Fill or Refill All Zones mit B. Jetzt macht er das Ganze. Wir sehen jetzt hier unsere Ground Fill. Entsprechend mit den ganzen Abständen. Hier oben hat es halt nicht gereicht, um rund zu kommen. Hier dazwischen hat es nicht gereicht, um rund zu kommen. Ich könnte jetzt die Abstände natürlich was kleiner setzen, um das zu schaffen. Aber hey, ich habe hier überall meine Grounds. Das sollte soweit passen. Gut, speichern wir das Ganze mal. Was wir allerdings jetzt natürlich hier noch nicht drauf haben, das wäre irgendwas für eine Batterie anzuklemmen. Wäre eventuell sinnvoll. Also ändern wir das gerade noch. Wir gehen nochmal zurück, öffnen hier nochmal die Schema-Datei und dann bauen wir hier noch eine Komponente dazu, nämlich irgendwas in Richtung Battery. Battery hört sich gut an. So, setzen wir einfach hier hin. So, dann machen wir hier Plus geht auf 9 Volt, Minus geht auf Ground. Zack, wir haben hier noch keinen zugewiesen. Battery, was holen wir dann da? Haben wir hier irgendwas drin? Gut, holen wir einfach mal Pin-Header. Ich habe jetzt hier sortiert nach der Pin-Anzahl und der Library, die ich hier links auswähle. Das zeigt mir entsprechend alles an, was Pins ist. Straight, 1x2 hört sich gut an. Gucken wir mal rein. Yep. Das ist ein stinknormaler Pin-Header. Weisen wir den zu. Speichern, schließen, Netlist generieren. Und dann können wir hier entsprechend wieder einladen. Yep. Und schon sieht man hier die entsprechenden Sachen runtergehen, denn hier ist unser Battery Terminal. Das können wir jetzt hier irgendwo hinziehen, wo wir es brauchen können. Hier oben in der Ecke ist noch was Platz. Hier hin und ziehen entsprechend hier eine Wire darüber. Die Ground erledigt sich ja von selber. Wenn wir einmal B drücken, füllt das neu. Wir haben hier unser Ground.
Und ja, ich würde mal sagen, damit ist das Ding fertig. Eine nette Sache, die wir jetzt machen können. Hier gibt's eine interne 3D-Ansicht. Bei Eagle gibt's sie auch, muss man aber nachrüsten. Hier gehen wir einfach auf View, 3D-Viewer. Und schon bekommen wir hier die fertige Platine. Können die entsprechend auch hier drehen. Das hier ist jetzt die Vorderseite mit dem Beschriftungsdruck. Wenn wir rumdrehen, sehen wir auf der Rückseite die einzelnen Traces. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr installiert habt, die Footprints anzuzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt die entsprechenden Pakete drauf hätte mit den 3D-Ansichten, dann würde er hier auch entsprechend den 5x5 anzeigen, die Widerstände anzeigen, das Ganze in 3D. Hatte ich jetzt noch nicht installiert. Okay. Und gerade nochmal, weil ich den Fehler gefunden habe, ich musste hier bei mir noch eine Umgebungsvariable setzen. Die ist irgendwie in dem Installer momentan kaputt. Na, wie auch immer, hat er genommen und jetzt habe ich auch meine 3D-Komponenten und ich kann mir jetzt das Board inklusive aller Komponenten angucken. Fein. Sieht, denke ich, soweit gut aus. Wir haben keine groben Fehler jetzt hier erkennbar, dass irgendwas überlappt oder sowas. Also würde ich mal sagen, fertigen wir die Platine. Und zwar gehen wir dazu hin, klicken auf Datei, dann Plot. Jetzt gibt es hier jede Menge auszuwählen. Was möchten wir denn alles überhaupt plotten? Wir möchten sinnvollerweise plotten Kupfer. Wir wollen plotten den Silkscreen. Die Mask wollen wir eventuell auch. Das ist die Solder Mask. Das heißt, standardmäßig ist ja hier die komplette Platine im Prinzip mit so einer Lackschicht nochmal zusätzlich befüllt, auf der man relativ schlecht löten kann. Lötzinn haftet da drauf nicht, sodass man hier nicht versehentlich irgendwelche Traces macht. Und nur wo die Pads sind, das heißt, wo auch was gelötet werden soll, wird die entfernt. Und ja, die wollen wir üblicherweise bei der Fertigung auch. Ansonsten, was haben wir noch? Edge Cuts könnte auch weiterhelfen. Ja, Standardformat ist Gerber. Ist, denke ich, nicht viel zu sagen. Wir sagen ja nur noch, wohin. Machen wir ein neues Verzeichnis. Gerber. Allop. Jupp. Und sagen Plot. Jetzt werden die ganzen Gerber-Dateien generiert. Generieren uns noch eine Drill-File. Das wird auch von den Herstellern verlangt. Das ist die Beschreibung, wo Löcher gebohrt werden müssen. Auch hier nicht allzu viel, was man machen muss. Default ist soweit okay. Also klicken wir auch hier einfach auf Drill File. Created File. Schließen, schließen und fertig. Ja, speichern eventuell noch. Wenn wir jetzt in den Ordner reingucken, dann finden wir hier unseren Gerber-Ordner mit den ganzen Dateien. Wir haben das Drill File selber, wo also welches Loch gebohrt werden muss. Wir haben BCU, das ist der Bottom Copper Layer, also die untere Kupferschicht. Bottom Mask ist die untere Solder Mask, also dieser Schutzlack gegen versehentliches Löten. Der Silkscreen Bottom, das ist der Bestückungsdruck für unten. Edge Cuts ist die Außenlinie vom Board, also wie groß unser Board am Ende ist. Und dann nochmal Kupfer, Solder Mask und Silkscreen für die Frontseite. Die heißen jetzt hier alle GBR. Je nach Hersteller muss man die umbenennen und GBL dann beispielsweise so sagen. Müsst ihr dann schauen, wie die genau heißen müssen. Da gibt es leider keinen wirklichen Standard. Und ja, was wir jetzt noch machen können, wir können hier den Gerb-View öffnen. Der ist jetzt natürlich noch leer. Hier können wir jetzt sagen Load Gerber-File. Jetzt können wir hier die ganzen Dateien auswählen. Und hier sehen wir unser Board. Jetzt laden wir noch gerade die Exelon Drill-File rein. DRL. Und ja, wenn wir jetzt schauen, wir haben jetzt hier die genaue Beschreibung, wie unser Board gefertigt werden soll. Können jetzt hier auch nochmal die einzelnen Layer ein- und ausblenden. So, das hier sind beispielsweise nur alle Drills, die gemacht werden müssen, also alle Löcher, die gebohrt werden wollen. Dann haben wir hier die untere Kupferschicht, wo entsprechend Kupfer hin soll. Ist auch, denke ich, klar. Wir haben die Legende unten. Da ist nichts drauf. Legende oben ist natürlich alles drauf. Sorry. Und wir haben hier die Solder Mask, die angesprochene. Das heißt, an den weißen Stellen, die jetzt ein bisschen blinken, weil ich am Klicken bin, da würde dieser Schutzlack entfernt und da kann man dann später vernünftig löten. Last but not least, hier oben Profile, das ist die Outline. Das heißt, so groß ist unser Board am Schluss. Das Einzige, was wir jetzt hier sehen, dieses BT1, das ist außerhalb vom Board. Das sollten wir eventuell noch korrigieren. Aber hey, jetzt zum Test ist es egal. Wir haben unser Board und das können wir jetzt so in Produktion geben. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von mitnehmen. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Sachen, die man hier machen kann. Ich habe jetzt beispielsweise nur fertige Komponenten benutzt. Es gibt hier einen eigenen Library Editor, wo man dann selber Komponenten zeichnen kann, selber Footprints zeichnen kann, wenn man irgendwelche Gehäuseformen hat, die es bisher noch nicht gibt. Das ist alles noch eine Menge, die man machen kann. Aber es ist alles relativ einfach. Also, ja, wie schon gesagt, ich komme von Eagle, das heißt, ich weiß grob, wie ich mit dem Programm umzugehen habe, mit solchen
Elektronik-CAD-Programm. Und ja, der Wechsel war nicht wirklich schwer. Ich habe mehr oder weniger installiert, 2-3 Mal in die Hilfe nachgeschlagen, an welcher Stelle ich jetzt gucken muss, und hat funktioniert. Das komplette CAD-Board, was ihr beim letzten Mal gesehen habt, oder beim vorletzten Mal war es, glaube ich, schon, das ist alles komplett in KeyCAD designt, und das war mein erstes Board, was ich da drin gemacht habe. Ob es funktioniert hat, sehen wir dann demnächst, wenn es geliefert wird, aber ja, der Gerber sah gut aus, die Vorschau beim Dienst sah gut aus, also von daher, wird schon schief gehen. Und ansonsten, ja, man kann natürlich das Ganze auch nochmal neu machen und kann etwas Vernünftiges machen, denn ja, wie ihr gesehen habt, Boards und Schaltpläne hier drin zu zeichnen, sind überhaupt kein Problem, denn ja, die Software, die tut tatsächlich, was es soll.